Tumiling. Tumiling war der Name eines Bauern, der ständig darüber grübelte, warum auf der Erde der Reis immer nur so fein war. Ihm war zu Ohren gekommen, dass im Himmel der Reis recht groß wurde, so groß wie eine Langsattfrucht, und dass er Malansott hieß. Die Leute im Himmel verkauften den Malansott nicht an die Leute auf der Erde. Und so wollte Tumileng versuchen, einige Körner Malansott zu erlangen. Er besprach sich mit seinen zwei Freunden, Makaela und Sumilenduk, die ihn dabei unterstützen sollten. Auf dem Berg Longkorn wuchs zu jener Zeit ein Baum, der hoch bis in den Himmel ragte. Sein Stamm hatte viele Kerben, über die Leute hinauf und hinunter zu klettern pflegten. Begleitet von Makaela und Sumilenduk kletterte Tumileng hinauf. Als sie im Himmel angekommen waren, sahen sie, wie die Himmelsprinzessinnen gerade in der Sonne den Malansort trockneten. »Warum seid ihr Erdleute hierher gekommen?« fragten die Himmelsprinzessinnen. »Wir suchen unser blaues Huhn, das hierher geflogen ist«, erwiderte Tumileng. »Ein blaues Huhn? Hier ist kein blaues Huhn. Die Hühner hier sind alle ganz weiß. Aber bitte, sucht erst einmal.« Tumileng tat, als suche er hier und dort, während er dabei über den Malansort lief, den die Himmelsprinzessinnen in der Sonne trockneten. Seine große Ferse hatte er sich vorher angeritzt, so dass einige Malansortkörner in die Wunde eindrangen. Dann kehrten sie zur Erde zurück. Unterwegs auf der Himmelsleiter holte er den Malansort aus seiner Ferse hervor, insgesamt 12 Körner. Aber die Himmelsleute pflegten wohl immer ihren Reis zu zählen, denn nachdem Tumileng und seine Freunde gegangen waren, veranstalteten sie einen großen Lärm, weil einige Körner fehlten. Zu Tausenden zogen sie aus, um den Dieb zu ergreifen. »Zeig deine Macht, Makaela«, sagte da Tumileng. Makaela zog sein Schwert und schlug nach Osten. Sein Schwert, das magische Kraft besaß, wurde daraufhin so lang, dass es bis zum Sonnenaufgang reichte. Und als er nach Westen schlug, wurde es wieder so lang, dass es bis zum Sonnenuntergang reichte. Als die Himmelsleute das sahen, erzitterten ihre Herzen. »Deine Macht, Sumilenduk, lass auch sie sehen«, sagte Tumileng jetzt. Sumilenduk blies in sein Muschelhorn und ein immer heftiger wehender Wirbelsturm begann so lange zu wehen, bis die Himmelsbewohner es nicht mehr aushalten konnten, um Gnade baten und nach Hause zurückkehrten. Sie trugen ihnen noch auf, den Malansort unter Dadab und Valankan-Bäume anzupflanzen, damit er üppig gedeihe. Der Malansort gedieh auch wirklich üppig, aber seine Körner blieben so klein wie gewöhnlicher Reis, und sie erreichten nicht die Größe von Langsa-Früchten. Weil die Frucht der Malansort nur so klein geworden war, wurde Makaelas Herz sehr betrübt. Er ging hin und fällte den hohen Baum auf dem Gipfel des Berges Longkorn, von wo man zum Himmel hatte steigen können. Dann trug er den Berggipfel ab und warf ihn ins Meer. So entstand die Insel Manandotua. Seit jener Zeit ist die Verbindung zwischen den Leuten auf der Erde und den Leuten im Himmel abgebrochen.